Okay, gut, ich glaube, wir sind dann schon mal so weit, es kann losgehen. Oha, das sieht schon ein bisschen feller aus. Und wir sind ja wieder. Stimmt, wir waren ja sowieso. Gerüchte besagen, dass Ephraim besiegt und anschließend gefangen genommen wurde. Nun muss Erika eine Möglichkeit finden, Dankestimme, ihren Bruder unter den wachsamen Augen des Feindes zu befreien. Erikas Gefolgschaft eilt zu Schloss Renwall, wo Ephraim festgehalten wird. Umgeben von Seen statt Renwall stellt Renwall eine natürliche Festung dar. Keiner hat mir gesagt, wie ich am besten durch Seen komme. Ach, ich finde das schon so raus. Natürliche Festung, die quasi unangreifbar ist. Nur eine Brücke, fest in Feindesland, bietet den einzigen Zugang. Erika bleibt nur eine Wahl. Erika entschließt sich zu einem frontalen Angriff gegen Grados Truppen. Mitten rein. Die Küste von Renwal. Oh, und E-Gamer hat gerade seinen Podcast gestartet. Mein Bruder ist irgendwo in diesem Schloss. Renwa ist umgeben von Seen. Den einzigen Zugang stellt die Brücke zum Haupttor dar, und diese ist schwer bewacht. Schloss Renwa ist eine natürliche Festung, leicht zu verteidigen und schwierig anzugreifen. Wir müssen unseren Angriff mit großer Sorgfalt planen. Dem stimme ich zu. Prinzessin Erika, bitte erlaubt mir, an eurer Seite zu kämpfen. Fort, mein älterer Bruder, ist zusammen mit Prinz Ephraim, Sir Kyle und Sir Orson im Schloss. Lasst mich euch helfen, sie zu befreien. Es gibt nichts zu diskutieren. Wir werden kämpfen. Die Stunde unserer Wiedervereinigung ist nun nicht mehr weit. Ich bin bereit, eure Ge Befehle entgegenzunehmen, Euer Hoheit. Wir bleiben bis zum Ende an eurer Seite. Ja, an eurer Seite. Stimmt's, Vater? Steigere dich nicht zu sehr in deine Kampfeswut hinein, Ross. In der Hitze der Schlacht behält ein guter Krieger stets einen kühlen Kopf, während weniger fähige Männer den ihren verlieren. Ihr wollt etwas gestohlen wissen? Dann bin ich euer Mann. Natürlich ist auch mit meiner Klinge nicht zu spaßen. Ich kann euch sicher helfen, wenn ihr erlaubt. Ich passe schon auf mich selbst auf. Ihr könnt unmöglich daran denken zu kämpfen, ohne ein Genie wie mich an eurer Seite zu haben. Ich muss noch meine Schuld euch gegenüber begleichen. Weil ihr mir geholfen habt, gegen jene Abscheulichkeiten zu kämpfen, bitte lasst mich noch eine Weile an eurer Seite verbringen. Das Wort Ärger steht in großen Lettern über der ganzen Sache. Ich wette mit euch, dass es sich um eine Falle handelt. Ach, was soll's. Irgendwann muss mir das Glück doch wieder hold sein. Möge uns das heilige Licht umgeben und schützen. Nun, Prinzessin, lasst uns die Vorbereitung für den Kampf treffen. Bruder, ich bin auf dem Weg. Was? Frittierte Garnelen? Ich esse zwar nur zur Selbsterhaltung, aber ich habe ab und zu auch wirklich Appetit und einige Sachen finde ich schon sehr, sehr lecker. Frittierte Garnelen gehören dazu. Und natürlich willkommen zurück, Sora. Bruder, ich bin auf dem Weg. Vorwärts, gehen wir! Wow, sieh dir mal diese Muskeln an. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark ich geworden bin. Ich wette, ich könnte es mit jedem aufnehmen. Selbst mit meinem Vater. Ich wusste, ich würde zu einem großen Krieger werden, wenn ich nur hart genug an mir arbeite. Oh. Starke Raufbolde mit schwacher Abwehr oder starke Rüpel, die auf See zu Hause sind. Oh, warte mit Ross, okay. Ja, ich wollte auch nicht unbedingt sofort anfangen. Und ja, RIP deine Pizza, Meko. Ich hoffe, sie ist nicht zu krass angebrannt. Oh, hi, Horror Night LP. Cool, kurz zur Pause reinschauen. Oder ist drüben kurz Pause?
Ansonsten auch schön, dass du dann so auch einfach zwischendrin mal reinguckst. Ich bleibe nur kurz, aber hi an alle. Ja, du bist jederzeit willkommen hier. Ich versuche mal kurz ein bisschen zu gucken, ob ich noch einen kleinen Rest Tee in meiner Kanne habe. Weil ich warte dann noch mal kurz, ob Sora mir einen Tipp gibt. Ich würde ja dann schon eher daran, also damit liebäugeln, Ross zum Kämpfer zu machen und nicht zum Piraten. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja eine Besonderheit. Ach so, und du, also bleibe nur kurz, aber hi an alle, du gehst jetzt schon direkt? Dann war es ja wirklich nur ein kurzes Hallo, aber trotzdem sehr schön. Auf jeden Fall, dann bis demnächst und bis dann und ciao. Auch wenn ich mich ein bisschen falsch vorkomme, wenn ich das sage. Es ist ja gar nicht mein Trash-Spruch, aber ja. Ach, Kyoko, kennst du das Bum-Bum-Eis? Ja, das sagt mir noch. Was? Ja, und dir natürlich auch noch viel Spaß, Horror Night LP. Und einen wundervollen Rest Mittwoch. Ja, ich musste selber gerade überlegen. So, hä, welchen Tag haben wir heute? Ja, wir haben Mittwoch. Ich weiß gerade nicht, was effektiver wäre, ehrlich gesagt. Hab es nie wirklich sinnvoll oder lange gespielt. Ja, dann wird es auf jeden Fall tricky. Kann ich das auch einfach. Ich probiere mal, ob ich es einfach wegklicken kann. Ja! Es gibt mittlerweile ein Bum-Bum-Eis-Konfekt, das nennt sich unpraktischerweise Bum-Bum für zwei. ja, mit dem Nachgucken kurz. Weiß nicht, könntest du eventuell machen? Ja? Also, es wäre auf jeden Fall eine gute Info zu haben. Ja, ich wusste, habe das auch gerade erst ausprobiert. Ich habe gehofft, dass ich mich nicht jetzt entscheiden muss. Aber ja, es geht tatsächlich. Können einfach abbrechen. Oh, okay, ich mache Sora, ich mache Sora, ich mache Ross immer zum Piraten. Der Kämpfer hat in seinen späteren Klassen zwar noch andere Waffentypen und kann so mehr Sachen benutzen, aber so hättest du nur einen zweiten Garcia. Die Klasse, die man mit Pirat erreichen kann, Berserker, kann auf Wasser laufen. Oh! Und hat Bonus-Crit im Kampf. Ja, gut, dann hat sich das ja. Dann werden wir ihn zum Piraten machen. Das klingt ja schon richtig nice. Einen zweiten Garcia muss er jetzt nicht unbedingt sein. Do it! So, mal sehen, wie das hier so aussieht. Nicht unbedingt spannend, aber auch okay. Neue Klasse. So, ich muss jetzt leider los. Euch noch viel Spaß bei. Ja, dir auch, Liam. Ich wünsche dir eine gute Nacht und schön, dass du so lange dabei warst. Und ja, eventuell sehen wir uns morgen. Ansonsten natürlich auf YouTube oder im Discord. Okay, Kämpfer kann zum Helden und Waldläufer werden. Pirat zu Held und Berserker. Okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. So. Das sind jetzt eigentlich meine Helden vom letzten Mal noch. Vanessa ist auch noch Level 1. Ich habe so ein bisschen Schiss, sie mitzunehmen. Aber ich würde ja eigentlich schon sagen, dass das mit am sinnvollsten ist, einfach weil. Ja, sie kann halt fliegen. Sie kommt. Oh nein! Es ist nicht nur so ein kleines Fliegevieh, sondern noch so eine richtig fette Fliege jetzt hier im Zimmer. Nose. Außerdem, in diesem Chapter können wir Gilliam oder einer der Cuffs promoten. Oh! Okay, dann ist natürlich klar, wer auf jeden Fall auch mit dabei bleibt. Ich würde, glaube ich, tatsächlich bei dem Team hier bleiben. Im Nachhinein muss ich sagen, Pirat scheint mir auch die bessere Wahl zu sein für Ross. Okay, cool. Also hast du gerade auf dem Wiki nochmal direkt alles hochgelesen, was es zu wissen gibt.
Du musst Vanessa nicht mitnehmen. Gibt später noch zwei nicere Flieger. Okay. Ja gut, dann. Franz hat ja vorhin gefragt wegen seinem Bruder, ne? Das hier ist schon Level 9. Das ist ja ganz schön krass. Ich habe gelesen und mir ein Urteil gebildet, so wie man es am besten tun sollte. Okay. Ja, Franz, falls er mit seinem Bruder, obwohl den sieht er ja, glaube ich, nach dieser Runde, glaube ich, gar nicht. Ja, das wird schon so passen. Eigentlich bin ich immer für mehr Waffentypen, aber Ross ist eben der einzige im Game, der ein Berserker werden kann. Bogenschützen werden mir gezeigt. Prinzessin, seht doch! Rund um das Schloss sind Ballista positioniert. Hi, Tamina! Zu so später Stunde noch online. Was geht denn so? Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, Erika, das freue ich mich auch. Oh, musst du das Wort nochmal wiederholen? Ich dachte, ich könnte mich jetzt einfach drumrum schummeln. Ich habe es jetzt einfach trotzdem nicht vorgelesen. Es handelt sich um Belagerungsmaschinen, aber diese hier sind modifiziert worden, um der Verteidigung des Schlosses zu dienen. Sie verfügen über eine wesentlich größere Reichweite als Bogenschützen. Zudem sind sie überaus stark. Ja, okay, gut, dass wir Vanessa zu Hause gelassen haben. Die hätten sie mir, glaube ich, eiskalt vom Himmel geschossen. Wir müssen uns sehr vorsichtig nähern, ansonsten wird über uns ein Sturm aus Pfeilen heranbrechen. Was sollen wir dann tun? Ballista. Ich sag einfach Ballista. Oh, und ist die Mehrzahl von Ballista nicht Ballisten? Keine Ahnung. Ach, das sollte eigentlich, das ist die Mehrzahl davon. Okay. Mir geht's gut soweit. Und dir? Ach ja, muss. Also das Wetter ist viel zu warm und dementsprechend gehe ich halt voll ein. Und die letzten Tage waren sehr, sehr stressig. Das war jetzt auch nicht so cool. Aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ich muss zurzeit unter anderem sehr viele Bewerbungen nochmal schreiben und ich bin halt richtig Grütze darin. Keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund, ich kann sonst schreiben wie ein Weltmeister, stundenlang, viele, viele Seiten, aber bei Bewerbungen, da sitze ich dann in einem Absatz eine halbe Ewigkeit. Wahrscheinlich, weil ich zu perfektionistisch bin und immer wieder denke, so, nee, das kann ich nicht schreiben, das kann ich nicht schreiben. Und dann mache ich es wieder weg. Und dann gefällt mir der Schreibfluss oder der Klangfluss nicht, wenn man es liest und so weiter und so fort. Ein Desaster. Ballista verfügen über nur wenig Munition. Wenn wir irgendwo Schutz finden, können wir warten, bis ihnen die Bolzen ausgehen. Werden die dann auch nachgerüstet? Das würde eigentlich, es wäre auch ganz interessant. Oh, LP-Fan, das ging ja schnell. So, jetzt wäre meine. F Ach so, Tor einnehmen. Nee, Tor einnehmen bedeutet. Ja, Tor einnehmen ist die Aufgabe. Können wir mit dem Ding irgendwas machen? Das würde mich ja interessieren. Nope, aber wenn du einen Archer hättest, könntest du Ballisten übernehmen. Ah, okay. Ja gut, dann wäre es ja eigentlich auf jeden Fall blöd, hier lang zu gehen, ne? Also warten, bis die von da oben zu uns rüberkommen? Würde ich jetzt einfach so tippen? So, Mulder, such dir mal einen anderen Platz. So, und okay, hier sollte ich auf jeden Fall auch nicht angegriffen werden können. Hallo, na, was geht denn so? Tirado ist der neue Herr von Schloss Renwall. Eigentlich soll er ein Adjutant von General Walter von Grado sein. Aber wer weiß? Es kursieren Gerüchte, dass es hinter Walters Rücken Ränkeschmieden
Ihr solltet vorsichtig sein, wo ihr hintretet. Okay, irgendwie Grünzeug auf der Map. Ist ja auch nicht so geil. Hab gesehen, Vanessa ist da wohl wirklich nicht so stark im Late Game als Pegasi-Ritterin. Okay, Vanessa ist eigentlich relativ gut. Ich meine, die hat den höchsten Aid von allen Flyern. Ah. Und Cormac lieber weil Lux und Totally Not Biased. Ich wünschte, ich hätte die Fliege erst in einer Stunde gesehen. Weil jetzt chillt die da halt. Und ich kann nicht vergessen, dass sie da ist. Und das ist halt voll nicht cool. Ich glaube, Kyoko wird Cormac mögen. Das klingt doch sehr gut, wenn du das schon sagst. Wir werden angegriffen. Erhebt euch! General Walters Adjutant Lord Tirado hat uns den Auftrag gegeben, das Schloss zu verteidigen. Zeigt ihnen die Macht von Murrays Brigade. Lasst sie nicht in die Nähe des Schlosses kommen. So, tankt mal die ganzen Dudes ein bisschen. Oder niete sie gleich um, Jillian. Noch viel, viel besser. Okay, Erika. Hier schön weiter nach vorne bewegen. Und Jillian watschelt hier auch ein bisschen weiter. Beziehungsweise vielleicht mal gucken, was sagt denn die Gefahrenzone? Okay, wir müssen hier hinten lang. Okay, das ist gut zu wissen. Und gefährlich können halt nur die hier werden, erstmal. Weil dann ist halt chillig. Ey Gott, Fliege, komm mal klar. Oh Mann, wie nervig. Axtkämpfer kann sich auch sehr, sehr gerne von Ross eine ins Gesicht zimmern lassen. Da habe ich nichts gegen. Tummelt und wimmelt euch bitte alle. Weil ich sollte aufpassen, dass hier keiner böse einen Rücken kriegt. Das sieht auch alles noch sicher aus. Sehr gut. Vielleicht hätte ich hinten was zu essen hinlegen sollen oder so. Damit die Fliege da vielleicht so Bock drauf kriegt. Puh. Ross, ich glaube, du kannst dir gleich vom Mordor ein bisschen was heilen lassen. Das geht ja so nicht, dass du hier so viel Schaden nimmst. Das wäre, glaube ich, taktisch echt schön gewesen, wenn ich wüsste, wie viel Reichweite das Ding hat. Dann einfach, wenn man das übernimmt, hier so rüberschießen. Die so ein bisschen ärgern, ne? Nee, das ist da vielleicht schon ein bisschen. Ja, ich glaube, da würde ich lieber Franz zum Angreifen nehmen. Weil zumindest werden die ganzen Bogenschütz. Der Bogenschütze ist nicht im Nachteil, aber zumindest könnten wir uns dann vor den Axttypis schützen. Aber ich weiß halt nicht. Würde er das überleben? Ich gucke erstmal, wie viel Schaden er bei dem Dings kriegt. Okay, du kannst ihn auf jeden Fall direkt killen. Dann riskiere ich das.
ausgewichen bist du leider nicht, aber der Schaden ist auch einigermaßen in Ordnung gewesen. Geht so, geht so, geht so. Ist eigentlich bei jedem Charakter bei Level 10 Klassenwechsel? Ne, du wirst ja erstmal hier geheilt. Schön auf Nummer sicher gehen. Mordor kann dann auch gleich mit aufsteigen. Habe ich den falschen Stab benutzt? Ah. Oh, Firsty Senpai ist online gegangen. Ah, mal gucken, wie lange er dann zockt. Je nachdem können wir ihn dann am Ende hosten. In 3 Stunden. Wenn er dann noch online ist. Oh man, oh man. Haben wir ansonsten noch jemanden mit Schwert, den wir weiter nach vorne bewegen können? Okay, zumindest kannst du hier hin. Weil ich traue mir nicht zu, dass du dir Schaden holst von irgendwem. Hör auf mit dem Level 20 promoten, please, ha? Okay, Level 20 ist am ehesten angesehen dafür, Kyoko, aber je nach Klasse und je nach Werte Anstiegsrate. Okay, stell dich hier einfach hin. So. Ja, Joshua kann eigentlich auch ein bisschen weiter nach vorne. So. Und Sess kann hier auch noch mal den Rücken stärken. Können wir eigentlich mit dir hier schon irgendwem Schaden machen? Nein, die stehen alle gerade so, dass sie davon kommen. Ja, ich lasse alles mal so stehen. Auch wenn ich sehr gerne ein bisschen schneller vorankommen würde, aber ja, gefährlich. Aber zumindest ein Double Hit. Jetzt heißt es aber, es wäre ganz schön, wenn irgendeiner von denen da unten, dass du dem ausweichst, Franz. Oh, Gott sei Dank. Und du killst ihn auch noch. Okay, jetzt habe ich die Hoffnung, dass du das überlebst. Waffenlevel erhöht. Haha, Lu, du bist ja voll krass. Und jetzt hat er sich dahingestellt, wo er von uns richtig Schaden kriegen kann. Ja, okay, um den Bogenschützen habe ich mir auch schon nicht so eine Sorgen gemacht. So, jetzt ist die Frage. Ja, Erika, gönn dir mal ein paar EP. Das kann man ja auch mal machen. Down geht der Gegner davon zwar nicht, aber zumindest können wir ihn schon mal ein bisschen vorfertigen. Nochmal Waffenlevel erhöht. Mist, wir haben jetzt auch keinen anderen, der. Nee. Schade, nur Seth kann ihn erwischen. Können wir ihn eigentlich hier platzieren und er greift von hier aus an? Ja, kann er. One shot. Bams, gleich platt. Kizut ist auch mit einer der besten Magier in Sacred Stones, lese ich. Ja, habe ich auch vorher nur sehr, sehr Gutes von ihr gehört.
Naja, Weihwasser, was willst denn du mit Weihwasser? Oder brauchen wir das hier gegen irgendwen? So, gut, gönn dir deinen Kill. Ey, Fliege, du kannst hier ruhig. Du kannst meinetwegen hier rumfliegen, aber bitte nicht zu mir direkt da, wo ich meine Ruhe haben will und zocken. Das geht gar nicht. Was machst denn du für Schaden mit deinem... Pff. Nee, da muss auf jeden Fall jemand vorbearbeiten. Das geht ja so gar nicht. Das kann Arthur ja machen. Oder killt den Bogenschützen direkt. Das wäre natürlich, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Vielleicht sollte ich, wenn der Schaden jetzt schon so weit runter ist, ihn da wegretten. Besser ist das. Franz muss auch zurück. Du hältst nicht so viel aus. Aber sonst kommt da wahrscheinlich keiner ran, oder? Ah, doch. Nee, Franz kann sich ja dann noch wegbewegen. Aber Arthur muss mal zusehen, dass er hier in Sicherheit ist. Aber erstmal kannst du hier mal ein bisschen aufschließen. Hä? Ich kann Franz nicht heilen? Ah, nein, der starb. Oh nein. Dammit. Ganz vergessen. Ja gut, Mordor ist gerade nutzlos geworden. Shiat. So. Ah, und LP-Fan ist Namine Oblivion LP. Ich weiß, nicht gerade sehr aneinander angelehnt, die Namen. Ein bisschen verwirrend. Ja. Er könnte einfach auch Namine genannt werden, aber wir haben ihn alle zum Teil mehr so kennengelernt und dementsprechend sitzt das jetzt drin, das geht nicht raus. What? Nicht mal angegriffen? Okay. Jo, ich würde sagen, du gönnst dir jetzt erstmal richtig. Boah, kann er sich ja eigentlich noch mal was. Wie? Du gönnst dir einfach die Heilung und dann willst du weiter? Dude! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, nee, dann kannst du Arthur eigentlich auch auspacken. Weil heilen muss er sich eh selbst. So, Joshua, du kannst auch mal wieder mit deinem Schnitter zur Tat kommen. Moment, Moment, ich muss mal kurz gucken. Muckelsonn hat sich gerade wieder gemeldet. Ich möchte nichts verpassen. Habe ich dich nicht mal Heilung kaufen lassen? Gut, guck mal mit Erika im Vorrat. Okay, gut. Und ja, ich glaube, Erika hat tatsächlich gelevelt. Okay, ich glaube, ich habe nichts verpasst und es geht gerade so schnell im Chat. Puh, das bringt mich ein bisschen durcheinander, wenn ich mir die ganze Zeit denke, so, Kyoko, behalte dein
Taktik-Dings-Gehirn im Versorgen. Ah, wie kann ich jetzt... Ich wollte eigentlich gucken, aber ja gut. Dann nicht. Dann nicht. Das sind deine eigenen Items. Ja, dann warte ich einfach und versuche einfach mit Mordor hier gleich zu schauen. Nehmen. Ist nur Weihwasser, aber ansonsten ist hier nichts mehr. Ja gut, dann nehmen wir nichts mit. Du machst es tatsächlich sehr gut. Ich bin positiv beeindruckt, Kyoko. Danke schön. Das freut mich natürlich zu hören. Vor allen Dingen, nachdem ihr mit mir immer durch so viele Dödeligkeiten musstet. Ich glaube, so langsam komme ich halt auch schon so rein, dass ich selber ein bisschen mitdenke. Warum willst du denn nicht dein Heilmittel benutzen? Oder benutzt du das nur an Ort und Stelle? Warum will sie sich nicht heilen? Nein! Ich wollte gar nicht da warten. Naja, jetzt auch egal. Jetzt ist es auch egal. Oh, Orions Fall ist ein Promotion-Item für Archer. Okay, da wird einer bereits promoteten Archer benutzt. Okay. Ah, Mokinson, dich kann ich dann also unter Max abspeichern. Okay. Ich brauche vielleicht ein Stream auf jeden Fall, aber dann habe ich das auf jeden Fall dran. Wir haben auch in der Community sonst noch nicht noch einen Max, das sollte passen. Es sei denn, wir haben doch einen Max, aber dieser Max hat sich noch nicht zu erkennen gegeben. Dann bist du aber trotzdem Erster und hast dann die Stelle schon eingenommen. Ach, nice, Schwertkämpfer. Kannst du dich hier endlich wieder nach vorne bewegen? Das freut mich so für dich, JM. Das freut mich so für dich. Kann keiner in die Hülle? Das ist ja echt schade. Okay, und die Flüsse, die machen das Ganze hier schon so ein bisschen viel und weite Latscherei. Aber ansonsten bin ich überrascht, dass ich... Was heißt überrascht? Ich bin skeptisch. Warum passiert hier sonst nicht noch was? Warum bin ich hier so wenig in Gefahr? Ich bin das nicht gewohnt. Das wird sich bestimmt nochmal rächen. Mein Name wurde patentiert. So sieht's aus. So, stehen, glaube ich, alle gut, ne? Ja. Ach, diese feigen Gegner. Wie weit soll Jim denn noch gehen hier? Mist, Franz hätte vielleicht wieder was heilen können. Naja. Gucken wir erstmal hier zu Besuch. Prinz Ephraim, meine Güte. Ich habe nichts über ihn gehört. Aber jetzt, da ihr es erwähnt, es gab vor ein paar Tagen einen großen Aufruhr. Ich glaube, die Soldaten haben jemanden gejagt, aber... Ach, ich war so müde. Ich bin eingeschlafen und habe alles verpasst. Alles gut, Omi, alles gut. Kein Problem, dann haben wir halt keine Information. Schön daneben klicken. Like a pro. Ach, Mordor. Am liebsten würde ich dich eigentlich hinten stehen lassen, aber ich ahne schon. Das ist einfach keine gute Idee, irgendjemanden hinten alleine zurückzulassen.
Kein Schaden. Das sehe ich doch gern. Hä? Oh, das ist das miese Ding. Oh mein. Nämlich gedacht, weil ich hier nicht draufklicken konnte, ich kann mir die Reichweite nicht angucken. Aber da muss halt nur ein Dude dran stehen. Okay. Oh boy. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Shit. Eigentlich wäre es ja nice, jemanden vorzuschicken, der relativ viel Energie hat und der auch weit kommt. Alles andere wäre ja eigentlich doof. So, wer könnte denn jetzt hier den Kill gleich machen? Kommt keiner so weit. Guillaume kommt auch nicht bis zu dem da drüben. So, Ross, kannst du den Typen killen? Auch wenn du mit der Axt im Nachteil bist? Ja, also es könnte ein Kill drin sein. Wenn er es nicht schafft, dann, ja, okay. Hat auf jeden Fall getroffen. Huh, das ging ja richtig ab. Okay, Franz. Wir könnten das tatsächlich noch schaffen, vielleicht den da drüben anzugreifen. Aber ich bin halt, ich finde das nicht cool mit der Lanze. Zu riskant. Nee, wenn wir ihn nicht killen, dann machen wir das nicht. Komm mal schon wieder irgendwo hin, wo du nicht drauf gehst. Kyoko, wir sollten nach der Map mal die Waffen neu organisieren. Ja, das ist eine gute Idee. Uns alles in Ruhe angucken und dann umpositionieren und so. Bin ich dabei und nur dafür. Warte. Ich guck mal, ob es was bringt, wenn wir uns in den Wald stellen, während wir uns dem Ding nähern. Warte, wie ist die Reichweite? Ja, Lu, du musst jetzt noch mal einen Schritt zur Seite, bitte. Der wird sich doch bestimmt dich rausködern. So, Oh, ich muss mal gucken, was Mookin so noch alles geschrieben hat. Schrägstrich Max. Ja, da weiß ich nicht, wie man im Real-Life Namen patentiert. Denn ein paar meiner Klassenkameraden von mir wollen den Namen Mookinson klauen. Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Also sonst hat ja jeder irgendwie seinen eigenen Nickname und da gibt es dann keinen Streit. Aber, hä? Das ist ja komisch. Aber für den Fall, dass sie deinen Namen klauen, sorg einfach dafür, dass du am Ende der Bekannteste mit deinem Namen bist. Weil wenn jemand bekannter ist mit deinem Namen, dann werden die sowieso darauf reduziert, dass man den vielleicht geklaut hat. Also wenn es jetzt so Eigennamen sind, die man sich selber ausgedacht hat. Bei richtigen Namen, wie jetzt zum Beispiel Kyoko, da kann ich das halt keinem zum Vorwurf machen, wenn er auch so heißt. Weil, ja. Ist halt ein ganz normaler Name, ne? Oh, und auf Twitch hat dir jemand den Namen geklaut? Also genau so? Ich dachte, das wäre eigentlich dein Account gewesen und aus dem hast du dich versehentlich ausgesperrt, beziehungsweise wusste das Passwort nicht mehr, beziehungsweise wurde dir... Nee, gehackt war es, glaube ich, oder? Blumentendo? Hm? Huch?
Okay, und auf YouTube hattest du schon fünf Namen. Ah. Ah, okay. Smaxe, Let's Play, Bloomtendo, Bloom Games und MBlue LP. Und dann Morkinson. Coole History. Auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Das ist interessant. So. Von einem Wald in den anderen Wald. Und dann bitte zum Schwert wechseln, glaube ich. Oder muss ich das hier schon machen? Warum willst denn du nicht zum Schwert wechseln? Schweinerei. Aber ja gut. Dann eben nicht, ne? Komm, geh ja. Schaffen wir uns mal den Typen hier aus dem Weg. Und hi Omod, na, willkommen zurück. Heute ist echt so der Tag, wo man auch immer mal so kurz AFK oder woanders sein kann und so und ich immer noch am Ende live bin. Zwei Kapitel, wie gesagt, Leute. Wir haben gleich schon 23 Uhr. Das wird auf jeden Fall eventuell eine lange Nacht. Je nachdem, wie ich mich anstelle. Und was wir zwischenzeitlich noch ein bisschen labern und erzählen. Gehst du wohl weg, Fliege? Mist, warum stechen die jetzt wieder hoch? Ich bin einfach zu ungeduldig. Ich muss mal kurz nach der Energie gucken. So, der Rest wartet aber jetzt auch wirklich. Ach so, du warst die ganze Zeit da. Du hast eine Overwatch nebenher gespielt. Ach, nice, nice. Verstehe, verstehe. So. Die Silberlanze macht mehr Schaden. Das war ja jetzt relativ easy. Zack, weg und jetzt haben wir hier unsere Ruhe und können uns in Ruhe mit Ross. Warte, ich will nicht beide auf einmal am Hals haben. Ja gut, dann machst du nur einen Schritt, ne? Und jetzt kann der Rest auch endlich mal hinterherkommen. Außer Moda, der darf ganz schön hinten chillen und ganz, 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 ganz langsam hinterherkommen. Stimmt, wie wär's mal, wenn wir dir deine Heilmittel geben, dass du hier mit 2 KP rumläufst, ist ein bisschen sehr beängstigend. So, Freund Schrank kommt hierher. Schauen wir mal, was passiert. Oh Mist, mit der Lanze kriegen wir mehr Schaden, wenn wir denn überhaupt getroffen werden. Na, kriegst du noch einen raus? Ja, oh mein Gott. Ich bin sehr erfreut, ich bin sehr erfreut. Auch wenn es natürlich weniger zu tun bedeutet für den armen Ross. Aber Ross darf dann danach wieder. Oh, Minecraft. Ich brauche auch irgendwann einen eigenen Server, wo ich mit euch chillen kann. Zurzeit habe ich zwar nicht so das Bedürfnis, Minecraft zu zocken, aber ab und an packt es mich so extrem. Welches Level war Gilliam? Ich gucke mal. Ich glaube, der ist jetzt Level 9. Genau. Aber es sollte nicht mehr lange dauern, dann Also auf dem Bildschirm hast du nichts zu suchen, Fliege. Du hast doch Discord, Kyoko. Ja, aber der Discord-Server, auf dem kann ich ja kein Minecraft zocken.
Beziehungsweise da kann ich halt nicht Minecraft so anbieten, dass wir alle auf einem Server spielen. Von daher muss ich mir irgendwann mal einen mieten. Aber das lohnt sich ja auch nur, wenn ich wirklich mehr Zeit habe, Minecraft zu zocken. Und gerade habe ich die nicht. Aber sobald das vielleicht eine Option wird, dann wird der ein oder andere damit von mir genervt. Archer und du bist, abgesehen davon, dass du Level 12 bist, mit Schwert und Lanze unterwegs. Okay. Gut, wissen wir Bescheid. Oh, was war seine? Aber der bewegt sich ja eh nicht, oder? Nee, der wird das da verteidigen. Genau ein Feld. Huch, und du hast nur so ein wenig. Verstehe das einer, warum der nur so wenig Reichweite hat. Aber ja gut. So, ihr lauft jetzt ein ganz klein bisschen mit. Weil wegen Sorge. Keiner soll hier zu lange alleine sein. Sassy wird auf euch aufpassen. Und der Rest kann sich hier jetzt mal so hinterher schleichen. Also so wirklich nur am Trollen die Stellen, die du dir suchst, Fliege. Es geht doch überhaupt nicht klar. Oha! LP-Fan! Das tut mir leid, Nightbot mag es nicht, wenn man Links postet. Ich muss mal gucken, wie ich das einstellen kann, dass das geht. Ich kann das tatsächlich sogar so machen, dass Nightbot das, glaube ich, über die Starberries erlaubt oder so. Irgendwie so, dass anerkannt wird, dass ihr lange dabei seid und dass dann Nightbot sagt, ja, ihr seid cool genug, euch kann ich vertrauen. Da kannst du auch mal einen Link posten. Ich wundere mich gerade, dieser Text mit dem mir was posten und so. Hab ich den geschrieben? Ich weiß das gar nicht mehr. Maximale Verwirrung hier. Maximale Verwirrung. Und hi, Nameless. Nightless, ey. Ist das Brain gleich mal auf K gegangen? Lauft! Gott, so viel Micromanagement. Aber ja, es ist dieses Gefriemel, ich glaube, umso mehr ich das jetzt in einem der alten Fire Emblems mache, umso besser werde ich dann in Warriors darin sein, weil das Micromanagement zwischenzeitlich, obwohl es da ja gar nicht so micro ist, hat mich schon ein bisschen irritiert und genervt und so, weil ich mir immer dachte, so, oh, ich habe dich da hingeschickt, warum machst du da nicht weiter, wo ich meinte, dass du kämpfen sollst? Ja, wir haben genügend Leute, die den angreifen können. Wie zum Beispiel Ross. Zweimal, ja gut. Das gefällt mir. Da ist er nämlich ja noch gleich weg hier. Okay, vor allem, wie ich sagen will, dass niemand geärgert werden sollte, weil jeder leichter oder schwerer ragen wird und nicht. Und Nightbot timeoutet mich für. Hä? Das ist ganz schön komisch. Seltsam, wirklich sehr seltsam. Ich war auch am Überlegen, ob Nightbot vielleicht irgendwann raus kann, weil die Sternerdbeere könnte ja Aufgaben übernehmen. Aber irgendwie, die Commands, die ich eingestellt habe und die Sachen, auf die sie aufpassen soll, macht sie nicht so, wie ich gerne hätte. Und dementsprechend kann die Sternerdbeere Nightbot auch nicht ablösen, was sehr, 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 sehr schade ist.
Also schön positioniert. Diesmal habe ich nicht einfach Ende gedrückt. Und Gilliam kann wie immer den Damage tanken. So, für wen will ich denn den Kill aufbewahren? Murray sieht ja witzig aus. So klein. Ah. So, dann braucht der nächste nur einen Hit, auch wenn die meisten sowieso zweimal angreifen. Wofür kann man hier denn die Sterne verwenden? Bisher kannst du die sammeln und ich werde irgendwann kleine Giveaways und so machen. Also die dann so mit Zufallsprinzip durchlaufen. Vielleicht später auch sowas wie eine Art Roulette, falls ich mal mehrere Spiele an einem Abend spiele und das so durchlaufen kann. Muss ich mal schauen, was sich noch so anbietet, aber auf jeden Fall in erster Linie für Giveaways, wo ich dann selber gebastelte Sachen verschenke, wie zum Beispiel halt so Cosplay-Accessoires. Selbst wenn man kein Cosplay ist, ist es ja vielleicht ganz interessant, wenn man irgendetwas aus einem Videospiel dann, was selbst gemacht ist, zu Hause stehen hat. Kann ja ganz schön sein, ansonsten natürlich Spiele und ja, was sich so anbietet. Aber ja, bis ich dafür die ganze Software und die Bots und so weiter unter Kontrolle habe, wird es erstmal noch ein bisschen dauern, also heißt das erstmal warten. Und je mehr Starberries man hat, umso besser natürlich, weil dann kannst du natürlich mehr einsetzen. Und hast dann mehr, also es funktioniert quasi nach dem Prinzip, umso mehr du setzt, umso höher sind deine Chancen. Und das kannst du dann eben mit Starberries auch machen. Und ich habe jetzt bei anderen Streamern auch gesehen, dass es aber nicht so eine Garantie ist dafür, dass wenn du die meisten Starberries oder je nachdem, bei anderen Leuten war es natürlich eine andere Einheit. Aber ja, dass du, die meisten hat nicht unbedingt immer der ist, der gewinnt. Also es kam auch schon vor, dass Leute, die noch nicht so lange dabei waren, dann einfach mal richtig abgesahnt haben. So, ich bin mir immer noch ein bisschen unsicher, ob er sich bewegt, aber nee, natürlich nicht. Er will ja das Tor einnehmen, schützen und will ja, dass wir es nicht einnehmen. Dann will ich ihm auf jeden Fall mit Loot ein paar verpassen. Wie viel Energie hast du denn? 32, das ist gar nicht mal so viel. Ja, Gilliam, wieso nicht, ne? Unsere Ballister haben versagt? Wie konnte das geschehen? Jetzt liegt es wohl an mir. Spannender Kampf. So, wer könnte denn noch angreifen? Du vielleicht von der Seite? Jetzt bist du hier zwar im Nachteil, aber vielleicht, also es scheint kein Konter zurückzukommen. Wir gewinnen nur dadurch. Aber leider geht das auch vorbei. Okay, gut. Sonst noch jemand, der irgendwie sneaky an der Seite vorbei angreifen könnte? Na, höchstens Arthur. Aber bis der da oben ist. Was? Er greift doch an? Hm. Aber okay. Bei meinem Kollege Drake gibt es im Stream dann so Gewinnspiele, wo man ein paar Münzen einsetzt, mit etwas Glück noch mehr Münzen gewinnt. Hey, das ist auch eine gute Idee. Einfach auch Starberries zwischenzeitlich mal reinhauen. Wieso nicht, ne? Also, ja, werde ich mir auf jeden Fall merken. So, hast du den Kleider, Kyoko? Was genau? Inwiefern? Warum kommen wir jetzt auf Kleider? Erstmal die ganzen Bären Wortspiele. Kyoko ist ein Bärenkatzi. Ja!
bin gerne ein Bärenkatzi. Vor allen Dingen ein Erdbärenkatzi. Okay, ich sehe jetzt keine Referenz, inwiefern Meiko auf die Frage kommt, ob ich Kleider habe, aber ja, ich habe 2 Stück. Oder? Nee, ich hab sogar 4 Kleider. Das eine ist von Nicole aus Doremi und Cream hat ja auch ein Kleid. Deswegen habe ich tatsächlich noch ein paar mehr, als ich dachte. Und ansonsten so 2 normale. Und ich glaube, so die nächsten Kleider, die ich haben könnte, die sind auch alle nur Cosplay-bedingt. Ich bin eher so der Typ für Röcke. Wenn denn sowas in der Art. Aber ansonsten trage ich eigentlich 90% der Zeit eine Hose. Nur wenn es halt zu warm ist und ich zu Hause gammeln kann, dann auch mal einen Rock wie jetzt. Den will ich denn? Ja, doch schon. Aber dann positioniere ich dich, glaube ich, hier. Genau. Greif mal schön mit dem Feuer an. Schade, ging leider vorbei. Ah, Langspeer. Deswegen kann er halt auch über die Distanz angreifen. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig schiert. Müssen wir ja richtig aufpassen. Dann darf Arthur auf jeden Fall nur, wenn er... wenn er nicht zu nah dran ist. Kyoko trete in einem Kleid auf. Was? Na, ich glaube, ihr werdet das nur im Cosplay sehen. Und natürlich fucking Kyoko aus Doremi. Ist ja auch anscheinend der beliebteste Charakter der Serie. Ja, sieht ganz so aus. Aber normalerweise bin ich nicht unbedingt die Person, die immer die beliebtesten Charaktere mag. Sondern halt so richtig miese Randcharaktere. Nebencharaktere, für die sich normalerweise niemand interessiert. Das ist sonst mein... Also sind sonst so die Charaktere, auf die ich irgendwie stehe und die ich mag. Aber ja, es gibt ein paar Ausnahmen. In Ovare no Seraph mag ich auch die Hauptcharaktere tatsächlich so sehr, dass ich mir gesagt habe, oh, ich möchte sie cosplayen. Oh, und Chrome ist ja auch Haupt. Das würde ich sonst halt auch nicht so... Ist halt sonst auch nicht so das, was mir passiert, aber ja, manchmal... Aber das Gute ist dann, wenn man mal Hauptcharaktere mag, man hat genügend Fanart und anderes Zeugs, wo Fans sich ganz, ganz viel Mühe mitgeben und sitzt nicht so mega auf dem Trocknen, weil halt den Charakter sonst keiner kennt. Zum Beispiel in Death Note ist mein Lieblingscharakter... Oh nein! Ich hab ganz vergessen, sie aus dem Weg zu schaffen. Oh oh, oh oh. Oh oh. Auch noch ein richtig wichtiger Charakter. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Oh boy, oh boy, oh boy. Iron Man oder Reset? Ey, Reset, ich wollte 2 Kapitel heute machen. Der Chat hat dich doch gewarnt. Der Chat geht richtig schnell vorbei gerade. Ich kann nicht jede Nachricht zurzeit lesen. Ich müsste sonst scrollen. Ja, oh nein, da steht sogar noch extra. Oh nein. Oh. Ja, also eigentlich... Dann überzieh einfach, was hast du zu verlieren außer Schlaf? Also, ich bin ja richtig lange Stream auch nicht gewohnt. Ich muss halt aufpassen, dass es mir nicht irgendwann so
schlecht geht, weil ich merke, oh, ich kann nicht mehr so viel labern und unterhalten und wenn, na, aber Blut ist nicht so tragisch, aber schade um den Charakter selbst. Ja, okay, ich würde. Gut, ich glaube, ich lasse euch entscheiden. Eins ist weiter, zwei ist resetten. Wäre das jetzt ein Let's Play, dann würde ich einfach weiterspielen, so nebenher erwähnt. Aber ja, wenn das jetzt halt wirklich zu blöd ist, wenn Lou draus ist, dann. Okay, sind schon mal zwei Stimmen für den Iron Man. Wenn Kyoko strikt immer Iron Man macht, dann ist sie bei Fates eh erledigt. So ist dann das Leben. Mir ist beides recht. Ich schließe mich der Minderheit an, um zu sehen, wohin deine Community führt. Okay, wir haben jetzt zweimal eins und einmal zwei. Die Minderheit, also es wäre jetzt 2-2. Reset. Okay, Reset ist jetzt auf 3. Nee, dann zählt das ja oben mit dem Iron Man auch nicht. Okay, damit ich den Charakter besser kennenlerne. Oh, gut, ja, stimmt, könnte ja auch gut sein. Puh, dann alles nochmal. Aber ja, so ist das, so ist das. Dann haben wir jetzt. So kurz vorm Ende ist auch schon eine Stunde umsonst, eine Stunde umsonst. Kann ich direkt von hier aus resetten? Ohne nochmal komplett aus dem Spiel rauszugehen. Scheint nicht zu sein. Nutz einfach Safe States, Kyoko. Ich mag Resetten selber nicht, ist aber wahrscheinlich besser. Ich kann das nicht vorhersagen. Soll dir eine Lehre sein, wenn du nicht Iron Man vorhast. Ja, dann müsst ihr mich aber auf jeden Fall auch immer wieder daran erinnern, dass ich mal ein Safe State mache oder so, weil ich das halt zu schlecht einschätzen kann, wann ich das nochmal machen kann. Geh auf Aussetzen und dann Kapitel neu starten. Möchtest du aufhören? Ja.